Hallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich hoffe natürlich, euch geht's allen gut. Auf jeden Fall war tatsächlich heute mein allerletzter Schultag, weshalb ich mich aber so unfassbar gefreut habe, weil morgen beginnen die Sommerferien. Ich hatte an dem Tag auch nur 3 Stunden Schule. In den ersten beiden wäre eigentlich normaler Unterricht gewesen. Die erste ist dann aber nur wieder ausgefallen, deswegen hatte ich nur 1 normale Stunde Unterricht. Und in der dritten war dann Zeugnisvergabe, weshalb wir dann halt bei unserem Tutor waren. Das ist sozusagen mein Klassenlehrer. Da ich am Morgen dann ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich dann auch meine Haare gewaschen, weil ich bin an dem Tag dann tatsächlich auch zu meinem besten Freund gefahren. Der wohnt eigentlich in Bulgarien, aber seine Mom in Leipzig, deswegen habe ich ihn in Leipzig besucht, was ungefähr 3 Stunden von Frankfurt mit dem ICE entfernt ist. Nachdem ich dann meine Haare abgetrocknet habe, bin ich dann in die Küche gegangen, um mir einen Kaffee zu machen. Wundert euch nicht im Hintergrund, das war einfach kurz meine Mom. Und wir hatten leider keine normale Milch mehr, deswegen musste ich dann diese Sojamilch verwenden, aber das war jetzt auch nicht so ein großes Problem. Es sind jetzt halt nur 2 verschiedene Milchsorten gemixt. Und ich habe mal diese Kaffeeextrakte zugeschickt bekommen, tatsächlich von einer Firma. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, aber ich glaube, der heißt irgendwie Moin oder so. Und du musst es tatsächlich nur in den Kaffee reinmachen und nur sehr wenig, weil das halt ein Extrakt ist. Und dann schmeckt das Ganze nach Kaffee. Und was ich sehr cool finde, diese Sachen sind sehr, sehr süß, also mit sehr viel Karamell drin, weil ich mag den Geschmack an Kaffee nicht so gern, weil er sehr so bitter ist. Aber die sind voll lecker. Vor allem ist es einfach richtig praktisch, weil ich muss nicht mal irgendwas machen. Ich kipp halt einfach nur diese Flüssigkeit da rein und muss nicht extra nochmal Kaffee kochen. Dann bin ich auch schon hochgegangen in mein Bad und habe erstmal meine Kontaktlinsen eingesetzt. Ich mache das tatsächlich nicht direkt, nachdem ich aufgewacht bin, weil sonst tun meine Augen richtig weh. Weil alle, die Kontaktlinsen tragen, die wissen ganz genau, was ich meine. Ich persönlich mag mich selbst auch mehr mit Kontaktlinsen, weil ich das Gefühl habe, ich sehe einfach besser aus. Und ja, da sah es irgendwie so aus, als hätte ich geweint, aber ich habe einfach nur getränt wegen diesen Kontaktlinsen. Es ist aber nichts Schlimmes. Ich musste mich um ehrlich zu sein ein bisschen beeilen, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon wieder ein bisschen zu spät. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschlossen, Skincare zu machen. Ich habe dann erstmal so dieses Haarband verwendet, beziehungsweise Haarreif, damit ich halt nicht meine ganzen Haare im Gesicht habe. Und ich verwende zurzeit richtig gerne diese Mists, weil es ist ja warm draußen und es ist dann so eine schöne Abkühlung. Ich habe ja mal eine Kooperation mit Yeboda gemacht. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch daran erinnert. Auf jeden Fall mag ich die Produkte einfach so unfassbar gern und benutze sie immer noch. Dieses Serum zum Beispiel ist mit Niacinamide, was halt besonders gut für deine Haut ist, wenn du gerade so Pickelmale hast, aber auch irgendwelche Unreinheiten. Zwischendurch habe ich immer mal wieder von meinem Kaffee getrunken, weil ich meine, wofür mache ich ihn sonst? Trinkt ihr auch immer euren Kaffee, während ihr eure Make-up macht oder eure Skincare, weil ich mache das richtig gern. Und ich hatte so krasse Augenringe, deswegen habe ich noch so eine Creme darunter gemacht. Die lasse ich tatsächlich auch einfach immer so, also ich arbeite sie gar nicht richtig ein. Und währenddessen habe ich dann mein Bett gemacht, damit mein Zimmer einfach ein bisschen ordentlicher aussieht und meine Mutter nicht gleich wieder ausrastet. Damit das Ganze aber ein bisschen schneller geht, habe ich das Ganze in diesen Zeitraster eingestellt. Keine Ahnung, wie man das nennt. Das Gegenteil halt von Zeitlupe. Ich habe dann irgendwie meinen Computer gefunden, weil der irgendwo da hinten in der Ecke war. Den musste ich dann erstmal anschließen. Und dann habe ich auch meine Jalousien hochgemacht. Es ist auch besser so, weil ich will ja keinen Strom verschwenden, wenn es draußen so hell ist und ich das Licht nicht anmachen muss. In den letzten Tagen war es einfach wirklich so unfassbar warm, was mich richtig aufregt. Ihr müsst wissen, eigentlich liebe ich den Sommer, also viel mehr auch als Winter. Aber ich verstehe einfach nicht, warum es so warm sein muss, ja? Ich meine, 30 Grad sind voll in Ordnung, aber es waren irgendwie 37, 38 Grad. Ich habe mich dann auf jeden Fall umgezogen und habe mich dazu entschlossen, dieses Kleid anzuziehen. Ich habe auch eine Hose darunter angezogen. Solltet ihr übrigens immer machen, weil ich finde, das ist einfach 1000-mal sicherer und besser. Und dann fühlt man sich nicht so unwohl oder muss die ganze Zeit aufpassen, dass man nichts sieht. Nach den 2 Stunden Unterricht, die ich hatte, bin ich dann auch nach Hause gekommen. Ich merke gerade einfach, mein Ranzen war offen. Ich habe das nicht mal gecheckt. Und dann hatte ich endlich Ferien. Yay! Ich bin dann direkt erstmal in die Küche gegangen und habe mir dann Eyepatches geholt, weil ich habe die immer tatsächlich im Kühlschrank drin, damit die so schön kühl sind. Eigentlich hatte ich gar keine Augenringe, aber ich wollte trotzdem unbedingt die drauf machen, weil die einfach so unfassbar schön kühl sind und mir war richtig warm. Und ich mag einfach das Gefühl. Wundert euch nicht, das war nicht gerade mein Bad, sondern das Bad im Erdgeschoss. Und dann habe ich erstmal diese Eyepatches drauf gemacht. Die sind von Balea und ich mag die eigentlich richtig gern. Also es gibt ja noch diese andere Marke, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt. Und ich mag eigentlich beide Eyepatches richtig gern. Ein großer Vorteil muss man dazu aber auch sagen, ich habe halt sehr viele Masken, weil ich so viele von euch immer zugeschickt bekomme, was ich übrigens so unfassbar süß finde. Für die Leute, die es noch nicht wussten, ich habe ein Postfach. Wenn ihr möchtet, kann ich das euch hier auch mal einblenden, wenn ich nicht vergesse, das wieder reinzuschneiden. Direkt danach ist meine Klavierlehrerin gekommen, weshalb ich dann halt Unterricht hatte und wir haben den extra auf den Vormittag verschoben, weil ich halt am Nachmittag den Zug nehmen musste nach Leipzig, um halt meinen besten Freund besuchen zu gehen. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte diesmal nicht so ganz viel geübt gehabt und jedes Mal, wenn ich nicht so viel geübt habe, fühle ich mich so unwohl und es ist mir so unangenehm, weil die Lehrerin gibt mir dann immer ein richtig schlechtes Gewissen. Aber sie war auf keinen Fall sauer oder so, weil ich meine, sie hat ja auch bald Ferien und deswegen hatte sie relativ gute Laune. Und ich meine, ja, ich hätte die Zeit gehabt, viel zu üben und so, weil ich meine, in der Schule haben wir ja nichts mehr zu tun und deswegen habe ich eigentlich auch keine Ausrede. Aber ich war halt jeden Tag im Schwimmbad oder shoppen oder irgendwas habe ich mit meinen Freunden unternommen, deswegen hatte ich doch keine Zeit.
Eine Sache, die ich einfach an mir selbst so unfassbar hasse, ist, wie spät ich immer anfange zu packen. Ich meine, ich hätte die letzten 3-4 Tage Zeit gehabt zu packen, hätte ich alles in Ruhe machen können, hätte ich auch bestimmt nichts vergessen, weil ich habe mein Ladekabel einfach nicht mitgenommen. Genau, und hätte dann alles gechillt machen können. Aber nein, ich habe natürlich 2 Stunden, bevor der Zug kam, angefangen zu packen. Zuerst habe ich mein ganzes Make-up zusammengepackt. Ich weiß, es sieht viel aus. Ich nehme immer gerne viel mit, auch wenn ich die Hälfte einfach nicht benutzt habe, aber einfach zur Sicherheit. Und dann habe ich die ganzen Skincare-Produkte eingepackt, also meine Kontaktlinsenflüssigkeit bzw. dieses Case und irgendwelche Creme für meine Haut. Ein Waschgel durfte natürlich auch nicht fehlen und ich habe dann auch noch Pinsel und so andere Maskenzeug mitgenommen, weil ich den dazu zwingen wollte, mit mir eine Maske zu machen. Normalerweise würde ich nicht so viel mitnehmen und einfach meine Freunde fragen, ob ich ihrs mitbenutzen kann, wie zum Beispiel irgendwelche Bürsten oder halt auch Waschgels. Aber er ist ein Junge, er hat leider sowas gar nicht und ich musste dann auch extra alles mitnehmen. Wie gesagt, hatte ich vorgehabt, ihn dazu zu zwingen, mit mir eine Maske zu machen. Darauf habe ich mich richtig gefreut und ich war auch so richtig hyped, als ich dann irgendwelche Masken rausgesucht habe. Einmal habe ich dann so Lippenpatches mitgenommen und auch noch ganz viele Eyepatches. Fragt mich nicht, warum ich so viele mitgenommen habe. Ich war am Ende auch nur 2 Tage dort. Ich wollte eigentlich 3-4 Tage dort bleiben, aber das hat dann doch nicht funktioniert, weil ich einen Arzttermin hatte. Und ja, dann habe ich eigentlich schon alles zusammengepackt und dann ging es auch schon in den Zug. Ich wäre fast zu spät gekommen, aber der Zug hatte einfach Verspätung, beziehungsweise mein Zug ist ausgefallen und dann musste ich den eins danach nehmen. Ich bin tatsächlich zum allerersten Mal alleine ICE gefahren. Fragt mich nicht warum. Ich bin mit 12 schon alleine Flugzeug geflogen, aber irgendwie ICE bin ich nie selbst gefahren. Ich habe währenddessen versucht, ein bisschen zu lesen, aber die meiste Zeit habe ich eigentlich einfach nur geschlafen, weil mir wurde richtig schlecht in diesem Zug und wenn man schläft, dann ist es nicht ganz so schlimm. Und da war ich auch endlich bei ihm. Bei ihm habe ich tatsächlich nicht so viel mitgefilmt. Also am ersten Abend zumindest, weil ich wollte halt mit ihm zusammen die Zeit verbringen. Und wir kennen uns tatsächlich jetzt schon seit 2 Jahren und wir haben uns damals in Malta kennengelernt. Da hatte ich nämlich so eine Sprachreise. Und uns sind teilweise einfach so unfassbar dumme Sachen passiert. Ich wollte hier eigentlich nur einfach ein bisschen für meinen Vlog mitfilmen. Und er hat dann einfach das Handy fallen gelassen. Aber wisst ihr, was richtig dumm an dieser ganzen Sache ist? Er hat sich einfach kein bisschen erschrocken, aber ich habe irgendwie den Schock meines Lebens bekommen. Ich glaube, das sieht man auch jetzt gleich. Was mit mir falsch gelaufen ist, das weiß ich um echt sein auch nicht mehr. An dem Abend habe ich dann nicht mehr so viel mitgefilmt, aber den nächsten beiden Tage habe ich mehr mitgefilmt. Und dazu habe ich dann aber extra noch mal ein YouTube-Video gemacht. Beziehungsweise, das muss ich noch schneiden, mal schauen, ob das je online kommen wird. Ich wünsche auf jeden Fall jeden von euch wunderschöne Ferien. Ich würde mich super über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr mich abonnieren würdet. Ciao, macht's gut!